Hi Leute und herzlich willkommen zu Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube-Bastel-Channel und gleichzeitig willkommen zum zweiten Teil hier meines Büroumbaus und Renovierung, Neubaus von meinem Gaming-PC, Videoschnitt-PC. Heute geht es darum, wie ich den PC selbst gebaut habe, nur eine ganz kurze kleine Hintergrundgeschichte dazu. Ich habe mich vorher noch nie mit Computer befasst. Mit Technik überhaupt oder Computertechnik habe ich mich vorher noch nie damit befasst, auch gar nicht dafür interessiert. Es war einfach nötig, einen neuen Videoschnittrechner mir zuzulegen und zu bauen, weil der alte viel zu langsam war. Und es hat sich dooferweise die Situation ergeben, dass mein PC-Techniker, der hat mir zwar alles erklärt, was wir für Komponenten brauchen, wie das alles zusammenpasst, worauf ich achten muss und so weiter. Aber jetzt hat sich die blöde Situation ergeben, dass er genau da, wo dann alle Teile da waren, eben keine Zeit hatte, mit mir das zusammenzubauen. Und so ist es entstanden, damit ich diesen PC komplett alleine in Eigenregie gebaut habe. Und auch hier muss ich wieder sagen, dank YouTube ist alles heutzutage möglich. Ich habe mich auch nur wirklich hingesetzt, mir YouTube-Videos angeschaut, Anleitungen angeschaut und habe das dann genau so gemacht und es hat wirklich funktioniert. Bitte denkt dran, das ist wieder das zweite Video von meinem kleinen Gewinnspiel, wo ihr kommentieren müsst mit Hashtag Umbrella Woodworks. Die genauen Teilnahmebedingungen und was es zu gewinnen gibt, habe ich euch im ersten Teil letzte Woche erklärt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schnack mal nicht lang, Musik ab, Film ab und ich zeige und erkläre euch, was ich hier für Komponenten verbaut habe. We'll be right back.
Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 3 und dem finalen Teil. Hier erkläre ich euch genau, was ich hier für Komponenten verbaut habe, was genau was ist, was alles von Sinn hat und so weiter. Und mache nochmal so einen kleinen Gaming Room Porn oder eine kleine Zusammenfassung.